Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PC Building Simulator. Jawohl, ich bin ein bisschen runtergekommen. Ihr habt mir hier freundlicherweise vielmehr, Christian Burger, du hast mir freundlicherweise geschrieben, was ich hier falsch gemacht habe. Und ich habe das nochmal kontrolliert. Und ja, ich habe tatsächlich den falschen RAN-Riegel eingebaut. Ja, moin, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen bestellt. Schauen wir mal gleich. Hier stehen auch schon wieder PCs, da muss ich irgendwas übertakten. Nächste Herausforderung für mich, weil mit dem Übertakten habe ich nicht so. Da werdet ihr mir wahrscheinlich auch nochmal helfen müssen dann in den Kommentaren. Schauen wir. Oha, was ist denn hier los? Okay. So, Ihre Stromrechnung ist fertig. Oh, herzlichen Glückwunsch. Zahlen Sie 300. Ah, okay. Ja, danke. Strom bezahlt. Nervig. Okay, was haben wir denn hier noch? Ich benötige Reparaturen. Könnten Sie mal untersuchen, was mit meinem PC nicht stimmt, wenn man nicht, wenn, was, wann immer ich ein Spiel spielen will, feiert, friert der Bildschirm. Boah, lesen 6. Friert die Bildschirmdarstellung ein. Ich bin ziemlich sicher, die Grafikkarte macht Fisimatenten. Es hat den Anschein, als würde es eher ziemlich warm. Und Komponenten von EVGA sollen ja ganz groß sein. Na gut, tun wir her das Ding. Gucken wir uns mal an. Ich habe auch gesehen, dass der zweite Teil auf dem PC rausgekommen ist, ne? Der sah eigentlich ganz gut aus. Wow, hier in 2 Tagen. Was haben wir hier? Ich brauche was. Ich brauche was repariert. Ich bin sicher, jemand was. Ich habe mal an der Jumper-Konfiguration gearbeitet und offenbar die falsche Einstellung gewählt. Denken Sie, dass Sie das bis zum. Oha. Okay, mit den Jumpern. I don't know. Wir nehmen es mal an und gucken mal, was passiert. Ich habe keinen Dunst. Okay, hallo, herzlichen Dank für Computer. Hat bestens funktioniert, ist aber jetzt ein bisschen langsam. Enkel sagt, ich brauche mehr RAM. Packen Sie das davon so viel wie. Für 350 möglich rein. Danke, Joe. Aha. Okay, zu mal her. Gut, okay. Dann haben wir die alle schon mal hier am Start. Dann schauen wir uns das Ganze hier mal an, dieses Baby. Ne? Also hier hattet ihr, oder vielmehr Richard, du hattest mir geschrieben, dass ich hier den falschen RAM-Riegel reingesetzt habe und das sah wirklich danach aus. Also 8 GB mit 3000 Megahertz war falsch. So, ich sehe es ja auch hier, ne? Hier ist einer mit 16 GB kaputt. Keine Ahnung, warum ich den da nicht reingesetzt habe. Dämlich! So, okay, jetzt sieht es aber gut aus. Mann, ey. Das Ding ist aber auch, also. Endlich. Das Ding ist aber auch, nein, nicht anmachen. Wenn man hier so ein Video macht, ne, man muss, sag ich jetzt mal, so viele Sachen beachten, dass du teilweise wirklich die einfachsten Sachen da nicht mehr siehst. Also, du stehst dann quasi da und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn man sich dann als Außensteher so ein Video, anguckt, denkt man, Alter, was macht ihr denn da? Aber das kenne ich. Also das sehe ich aber auch selber manchmal, wenn ich mir die Aufnahmen anschaue. Nur du hast, selbst bei der Aufnahme ist mir nicht aufgefallen. So, kassieren, zack, her damit. Mein PC hat aus unerfindlichen Gründen den Geist aufgegeben, aber sie haben ihn repariert und er läuft besser als je zuvor. Sehr gut, okay, das Teil ist endlich raus. Juhu. So, bei der Eulen hier war irgendwie noch was. Und hier müssen wir noch einen anderen Prozessor einbauen, habe ich gesehen. Und zwar ein AMD Ryzen 8 Core 1700. Tun wir da mal einen neuen rein. Prozessor. AMD Ryzen. Ah, guck an, der ist kaputt. Ja, dann. Zack, einmal rein. Einmal zu. Und dann sollte das ganze Teil hier doch eigentlich auch wieder vernünftig laufen, oder? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Moment. So, Prozessorkühler. Scheiße, welcher war da jetzt drin?
War der, glaube ich, hier, ne? Müsste der gewesen sein. Ich meine, der wäre rot, ja. So, Kabel. Zack und zack. Soweit, so gut. Mach an. Mach hier zu. Juhu, okay, den haben wir auch fertig. Na, es läuft doch. Jetzt läuft's gut. So, zack, hinter. Und dann können wir die auch abkassieren. Das war die hier, Axemaster. Mit ihrer Gilde oder was das da ist. Catching. 5 Sterne, kein Text. Na, egal. Bevor die mir hier nachher wieder irgendwie so einen komischen Text dahin zimmert. Und es gibt neue Teile. Oh, PC Building Simulator Limited Edition. Aha. Ja, so weit, so gut, ne? Haben wir das doch schon mal geschafft. Also, manchmal funktioniert auch ein bisschen was. So, warte mal. Jetzt hat man, Andi, die sind auf dem Transportweg. Wir haben doch hier, warte mal, was war da jetzt neu? Irgendwas ist doch hier neu gekommen. PC übertakten. Muss heute fertig werden, was? Schau mal her. Wie ging das mit dem Übertakten? Ich das wüsste. Ich musste irgendwas installieren. So, warte mal. Entfernen. Mal auf die Hütten. Müssen wir den überhaupt aufmachen? Weiß ich jetzt gar nicht. So. Okay, mach mal an. So, Programm hinzufügen. Und da brauchten wir doch. War das dieses OCCT? Ich glaube ja. Ja, komm, mach. So, das ist wer? P. Becker. Das war der hier. Doch noch ein bisschen mehr Leistung aus meinem PC herausgezogen. Ich habe mitbekommen, diese CPU schafft bis zu 3434 MHz. Schaffen Sie das vor? Neulich habe ich auf PC bei ein paar von diesen abgefahren geflochten Blaukabeln gesehen. Vielleicht habe ich einen falschen Link angeklickt. Ach scheiße, jetzt muss ich auch einen Virenscanner mal installieren. Virenscanner installieren. Ja, komm, mach. Ja. So, und dann haben wir geflochten Blaukabel. Geflochten Blau. Ja, Hammer, sehr schön. Okay, das ist wegen schon mal in Ordnung. So, okay. Dann machen wir als allererstes hier mal einen Virenscan, würde ich sagen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Alter, voll die Seuchenbude hier. Zack, okay. So, und jetzt dieses OCCT. Genau, so. Und wie ging das jetzt nochmal? Ursprünglich 3400. Und der darf dann irgendwie nicht über 90 Grad kommen, ne? Aber wie übertakte ich die Nummer jetzt? Ich meine, ich hätte. Haben wir das nicht sogar schon mal gemacht? Ich weiß aber nicht mehr wie. Ich weiß echt nicht mehr, wie das geht. Warte mal, wie geht das hier? Testtyp automatisch, endlos. On, off. Na ja, gut, das ist ja sinnlos, ne? Minimumwert, Maximumwert. CPU gedrosselt? Nein.
Wie ging da? Ey, verdammt, wie konnte ich das nochmal machen? Test abgeschlossen. Gut, sieht soweit ganz gut aus. Freunde, wie konnte ich nochmal einen PC übertakten? Ich weiß es nicht mehr. Was musste ich da nochmal machen? Aber ey, er hat doch hier geflochten Blaukabel drin, oder nicht? Sind das keine geflochten Blaukabel? Naja, egal. Schauen wir mal. Moment. Ja, wie war das nochmal? Ah, ich glaube irgendwie, warte mal, mussten wir da nicht ins BIOS rein oder sowas? Moment, warte mal. Mach mal, nee, halt. Mach den mal an. L1 und gedrückt. Ah ja, genau, so ging das. Richtig. Ja, genau. So, okay, jetzt ging, wie, warte mal, wie mussten wir das nochmal machen? CPU-Temperatur. Oder brauchen wir dafür ein extra Programm noch? Warte mal, RAM, CPU-Geschwindigkeit, Chipsatz, GPU. Das ist aber, glaube ich, nur. Damit kann man, glaube ich, nichts anfangen hier. Kann das sein? Bin mir echt nicht. Jetzt nur muss ich genug einzelne RAM-Bänke installiert haben. Ja, können zugunsten höherer Leistung übertaktet werden. Du brauchst eine Hauptplatine und einen Prozessor, die Übertaktung erlauben. Siehe CPU-Übertaktungstabelle. Ah, Freunde, ich weiß echt nicht mehr, wie das ging, ne? Scheiße. Ah ne, halt, da wollte ich ja ganz rein. Warte mal, haben wir dieses Programm? Ich guck mal gerade in den Shop. Tools und Software. Gibt es da so ein extra Programm für? Ich weiß echt nicht mehr, wie das funktioniert hat, ne? GPU-Tuner, freigeschaltet ab Level 13. Wow, fehlen uns zwei Level. Es muss aber irgendwie so gehen. Wenn ich nur noch wüsste, wie. Leute, ich glaube, ich brauche eure Hilfe. Bongel? War das Bongel? Ich installiere einfach mal Bongel. Ich installiere dem jetzt einfach alles, egal. Immer rein damit. Ja, mal neu starten, bitte. Ich weiß es leider nicht mehr, wie das ging. Müsst ihr mir sehr wahrscheinlich echt nochmal in den Kommentaren mithelfen. So. Warte mal. Ah ne, das ist diese Firma. Ah, okay, die ist falsch. Verdammt. Ne, wie gesagt, da müsst ihr mir nochmal helfen. Da müssen wir uns dann erstmal hier was anderes suchen. Was haben wir hier noch? Diagnose stellen, Problemen diagnostizieren. Okay, hier ist auch nochmal eine Übertaktung. Okay, das kriegen wir ja jetzt nicht hin, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Oha, was ist denn hier los? Igitt, das ist ja schon wieder so ein Drecksteil. Okay, dann kümmern wir uns eben mal hier um das Ding. Gucken wir mal, was wir hier noch rausholen. Aber erstmal sauber machen. Weil so nicht. So nicht, Freunde. Ist ja widerlich dreckig, das Teil. Sieht ja fast aus, wie meine PlayStation ausgesehen hat. So, komm, mach sauber hier jetzt. So, Dankeschön. Und ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Vielen Dank. So, aggressiv. Kessler Limited. Was will er? Zeig mal her. Da haben wir ihn. So, könnten Sie einige Reparaturen? Also, wir müssen einfach rausfinden, was mit meinem PC nicht stimmt. Es gibt dieses sehr laute knirschende Geräusch. Vielleicht ist es die HDD. Denken Sie, dass Sie das bis zum 13.03. morgen schaffen? Deshalb hat er bestimmt eine Menge Staub gefressen. Was halten Sie von dekorativen Kabeln? Machen nicht viel. Erst neulich habe ich ein paar recht tolle Kunststoff-Gelbgabel gesehen. Okay, Budget 50 €. Dann wird die Festplatte hinüber sein. Warte mal, drehen wir um das Teil.
Zack, einmal aufmachen. Sehr auf. So, zack, okay. Jetzt muss ich das Gehäuse nicht um. Ne, warte mal, das muss doch so gehen, ne? Geht das auch so? Na? Wo, einmal zack, einmal zack, einmal die raus. Zeig mal her, was hat der da für eine? Festplatte. Kaputt. Nortoni Easy Store 250 GB. Oh, wir haben sogar eine. Sehr schön. Rein damit. So, und dann müssen wir hier noch die ganzen Kabel, weil der dekorative Kunststoff-Gelbkabel will. Warum auch immer. So, was haben wir noch? Hier ist noch ein Kabel. Die Kabel auch noch raus, jawohl. Das Kabel noch raus und das Kabel noch raus. Dann sollten wir eigentlich alle Kabel haben. Warum komme ich denn nicht dran? Hallo, Kabel. Kabel, Kabel. Ich kann dieses Kabel hier nicht packen. So, dann bleibt das drin. Ist egal. So, dann brauchen wir installieren Kunststoffgelb. Hoffentlich habe ich jetzt Kunststoffgelbkabel, sonst kriege ich eine Krise. Jawohl. Ne, das ist orange. Wow, Kunststoff-Gelbkabel haben wir natürlich wieder nicht, ne? Wer hätte das kommen sehen? Ah, ich krieg eine Krise. Zeig mal her. Kabel. Kunststoff-Gelb. Die sind doch gelb. Ah, die sind gelb. In den Warenkorb. Die brauche ich jetzt, also muss ich sie direkt wieder für heute kaufen. Kein Problem. Wir haben es ja. Ja, damit. Weil, ne, dann kriegen wir den wenigstens fertig hier. So, Kunststoff gelb und rein damit. Zack, haben wir die dann schon mal drin. Hoffe ich, dass das jetzt soweit reicht und funktioniert und passt und tut und hast du nicht gesehen. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Wie gesagt, ihr müsst mir echt nochmal bitte helfen mit dieser Übertaktung. Also ich habe so schon wenig Ahnung von PCs, ne? Aber Übertakten, wow. High-End-Level für mich. So, war dann hier oben. Das muss noch dahin. Und das muss hier unten hin. Ich glaube, dann haben wir sie alle, oder? Haben wir alle? Sieht gut aus. So, dann einmal bitte ein Stück hier rein. Zack. Und anschmeißen die Bude. Ich glaube, dann können wir hier hinten schon mal wieder zumachen. So. Einmal dran. So, zweimal ran, jawohl. Betriebssystem, jawohl, sehr schön. Ja, hat doch wenigstens viermal was funktioniert. Nice, gefällt. Zack, einmal ausmachen. Raus damit. Jawohl, und her damit. Dann sind wir den auch schon mal quitt. Und kassieren. Katsching, ich hatte nicht den blassesten Schimmer, ich auch nicht. Was mit meinem PC los war? Oh, Trophäe, alles unter Kontrolle. Ah, ja, als hätte ich alles unter Kontrolle, wahrscheinlich. Aber sie haben es repariert und jetzt ist es sauberer als beim Neukauf. Sehr schön. Zack, Dankeschön. Levelaufstieg, juhu. Level 12, nice. Das nächste Etappenziel wird freigeschaltet. Ach so. Ah, beim nächsten Level, tolle Wurst. Nicht jetzt. Katsching. So weit, so gut. Okay, dann können wir mal gucken, was haben wir hier noch? PC kann Football Manager ausführen.
Können Sie mir einen Computer bauen? Glauben Sie, Sie bekommen Football Manager 2017 zum Laufen? Es ist dringend, also beeilen Sie sich bitte. Versuchen Sie erst gar nicht mehr, irgendwelche Gebrauchteile unterzujubeln. Ich will ausschließlich Neuware. Die Rebecca. So, was haben wir denn hier für... Warte mal, was haben wir denn hier? Silverstone PS. Ja, tu mal her. Zack, so. Und das ist hier. Der hier. Klatsch. So, mach mal auf den Laden. Okay, so, jetzt müssen wir nur mal gucken. Will it run? Wo ist der Football Manager? Hier. Und die will was für eine Spezifikation haben. Empfohlene. Empfohlene. So, okay. Was brauchen wir denn? Vorhanden, benötigt. Intel Core i3. So, warte mal. Ein Intel Core i3. Habe ich davon einen? Ein i3. Ja, wow, habe ich natürlich nicht. Und das ist ein LGA 1151 Kaby Lake. So, das AM4. Hier, ein Motoni H170 MTech wäre. Ne, das ist Skylake. Scheiße. Hier, den. MSI Z270 Gaming Pro Carbon. Haben wir. Das können wir schon mal einbauen. Ah, ne, halt. Dann hätten wir die Hauptplatine schon mal am Start. Der hier. Kaby Lake. Jo. Zack, schon mal rein. Dann haben wir schon mal einen Teil eingebaut. Ne? Ist schon mal nicht schlecht. So. Zack, rein. Ey, das ist eine Schraube hier, ne? So. Zack, zack, zack. Jawohl, okay, das haben wir schon mal. So, dann würde ich sagen, packen wir da auch schon mal hier einen Lüfter mit rein. Welchen nehmen wir da? Den hier. Zack, zack, zack und zack. So. Ist der auch schon mal am Schlüssel? So weit, so gut, ne? Das haben wir schon mal geschafft. So, machen wir auf hier die Bude. So, wir brauchen einen Intel Core i3. Warte mal, gibt es da noch was Besseres dann oder sowas? Bauteilleistung. Naja. Intel Core i3 ist das Minimum, was wir brauchen. Ein i5 würde doch auch gehen, oder nicht? Haben wir ein i5? Ein i5 hätten wir, aber es ist ein benutzter, verdammt. Okay, die sind alle benutzt, scheiße. Und der ist kaputt, den können wir wegkloppen. Ja gut, okay, den haben wir nicht. Dann sollten wir mal einen bestellen. Ach so, warte mal. Was steht denn da? Intel Core i3 6320. Ja, komm. Dann bestellen wir da schon mal ein. Intel Core i3.
Moment, wo ist er? Da, 6320. Aber das ist dann wiederum Skylake. Warte mal, das passt doch dann schon wieder nicht. In den Warenkorb. Da muss ich doch. Da muss ich hier noch wieder ändern, wa? Ah, echt jetzt? Mach mal raus da. Mann! Ja, ich hab's verstanden. Geh weg! Du scheiß Kabel, ne? Das nervt voll. Okay, muss ich doch das andere nehmen. Das ist jetzt blöd. Naja, ist egal. Machen wir mal eben. Tausend Schrauben wieder rausnehmen, warum auch nicht? Da hatten wir gerade drin, ne? Nice, sehr schön. Okay, so, jetzt nochmal. Hauptplatine. Kaby Lake, Sky Lake. Da müssen wir die das Ding reinsetzen. Kein Problem. Hammer. Zack, schraub, schraub, schraub. Okay, ist drin. Sehr schön. So, dann können wir hier aufmachen. So, dann brauchen wir noch was. Hallo? Jetzt. 2 GB RAM, Arbeitsspeicher. Und eine GeForce GTX 1050. Haben wir noch Speicher? Hätten wir sogar 2 GB wäre am Start. Hätten wir. Und Grafikkarte. Mit 1050er. Aber welche war das? GeForce GTX 1050. GTX 89. Aber das sind auch wieder gebraucht. Ne, die ist noch, aber die ist Dingens. 69. Könnten wir sogar die hier nehmen, glaube ich. Ne? Die müsste doch passen hier. Ja, probiere ich mal mit der. So, warte mal, wir setzen erstmal den RAM-Riegel rein, dann haben wir den schon mal da drin. Speicher. Ja, oder so, ist egal. Wo war sie? Hier, die müsste doch gehen. Ist nur die Frage, warte mal. Na. So, da muss ich den hier wegmachen. Und ich glaube, den da drüber. Okay. Mal raus. Einmal und zweimal. Ich glaube, das war jetzt so richtig. Halt. So, genau. Dürfte gehen. Und wir brauchen dann einmal den 2 GB Speicher. Nehmen wir den. Und zack. So, das sollte auch funktionieren, oder? Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. So, dann brauchen wir noch eine Festplatte. Ah, ich sehe nichts. Okay, so, was haben wir an Festplatten noch am Start? Ne, warte mal, muss da irgendwas Spezielles rein? Warte mal, gucken wir mal eben. 2 GB, wow, ist jetzt auch nicht gerade. So. Was haben wir denn hier? 1 TB, wow. Ja, hier nehmen wir die hier, ne? Zack. Und einbauen. Haben wir die auch drin. Und wir brauchen noch ein Netzteil.
Falsch. Da. So, was nehmen wir da? Ob das schon Power King 300 reicht? Probieren wir aus. So, warte mal, wieso geht das jetzt hier nicht rein? Achso, weil die Blende da vorne weg muss. Entfernen. Probieren wir aus, ob das mit dem Sean Power King 300 läuft. Werden wir sehen. Tu doch mal dieses scheiß Kabel da weg, bitte. Kein Mensch will das Kabel da haben. So, erstmal das wieder dran. Zack, 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 zack und zack. Jetzt kann das Kabel wegen mir da dran. Und dann sind wir doch, glaube ich, soweit fürs Erste hier durch. Ne? Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist dann halt der Prozessor und ein Kühler. Was haben wir noch an Lüftern? Ja, haben wir auch noch ein bisschen was, ne? Kann man auch noch irgendwas einbauen. Ich glaube, damit dürften wir dann auch. Das dürfte dann funktionieren, ne? Ah, wisst ihr was? Komm, wir versuchen das jetzt. Ich scheiß drauf. Ich scheiß auf das Geld, bevor ich jetzt hier Werbeanzeigen am selben Tag liefern. Ich will den jetzt haben. Ich will das jetzt ausprobieren. Zack, her damit. Kein Bock, das jetzt nochmal auf die nächste Folge hier zu verschieben. Ich will jetzt wissen, ob das geht. So, warte mal, wo ist er denn jetzt hier? I3, 6, da ist er doch. Zack, her damit. Rein damit. Jawohl. Zu. Wärmeleitpaste drauf. Und Prozessorkühler, da machen wir. Warte mal, was hatten wir hier? Luftstrom. Ja, immer den hier. Und drauf. So. Will die irgendwelche speziellen Kabel haben? Man weiß es nicht. Nein, will sie nicht. Kabel. So, rein damit. Das interessiert mich jetzt, ob das funktioniert. So, das da. Na, komm her. Na. So, dran da. Wäre ja schon geil, ne? Wenn das geht. Ich hoffe es zumindest mal, dass es funktioniert. Wir werden es jetzt rausfinden. So, den da dran. Den da unten dran. Haben wir alles. Ah ne, da ist noch ein Kabel. So, jetzt sollten wir alles haben. Dann auch schnell den Stick dran. Fürs Betriebssystem. Und anschmeißen. Jetzt bin ich mal gespannt. Läuft doch. So. Haben wir den doch auch noch fertig gekriegt? Ja, easy. Bin mal gespannt, wie viel mir die jetzt dafür bezahlt. So, zu den Laden. Aus. Her damit. Platzieren. So, wie hieß sie? Falke Rebecca. Achso, haben wir ja hier eh drin. Tada! Kassieren. Meine Freunde sind wirklich neidisch wegen meines neuen PCs und wir kriegen, die hatte 2000 Budget, wir kriegen 895, alter Schwede. Aber egal. Nice. Richtig nice. Haben wir doch noch einen PC hingekriegt. Sehr schön. Geil. Das gefällt. Ja, da bin ich glücklich. Endlich was hingekriegt, was mal wieder funktioniert hat. So, das Einzige, was jetzt noch nicht funktioniert, ist das hier mit dem Übertakten. Wie gesagt, da müsst ihr mir bitte nochmal helfen. Ich habe keinen Plan. Ich habe echt keinen Dunst, wie man so einen Teil übertaktet. Voll nervig.
Ich weiß, dass wir das schon mal gemacht haben, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Und es war vor vielen, vielen, vielen Folgen. Deswegen schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten. Ja, auf jeden Fall kommentieren. Und natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin und ciao, ciao.